Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Freut mich mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Und ihr seht auch schon im Hintergrund ein Modern Warfare und 2 Gameplay. Ich spiele es in letzter Zeit wieder oft, gefällt mir immer noch sehr. Bis auf die Noobtuber und so, ja, geht's mir eigentlich schon nicht so auf den Sack. Was jetzt gerade hier ihr seht, ist ein Sniper-Gameplay, ja. Und ich weiß, das ist kein Quickscope, das ist mehr Hardscope, weil ich bin nicht so der Quickscoper, ich kann das nicht so. Und ja, ich schreibe in den Titel einfach hier Sniper-Gameplay und dann denke ich mal, ist die Sniper-Association oder Community da nie erbost und werde schon geflamed von denen, weil das halt kein Quickscope dabei ist. Ist mir eigentlich schon relativ scheißegal. Nee, ja, Modern Warfare 2, ich denke mal, da kommen demnächst mal wieder ein paar neue Gameplays zustande. Wie gesagt, ich spiele es relativ oft. Modern Warfare 3, ja, lange nicht mehr. Hab's mir jetzt an den Nagel gehängt. Auf der PlayStation spiele ich es ab und zu nochmal. Und ja, ist ja egal. Hauptsache, ihr seht da irgendwas zum schönen Angucken, was ein paar schöne Deaths hat oder so. Und also ein paar schöne Kills, wo man nicht allzu oft stirbt, damit das so alle ansehenswert ist. So. Und mein Thema heute, genau, Call of Duty, aber kein aktueller Teil, sondern der demnächst rauskommende Teil, oder demnächst schlecht gesagt, eher dann November wahrscheinlich wieder, wie jeder Teil bis jetzt. Black Ops 2. Ja, in letzter Zeit sind da viele Gerüchte im Umlauf, sind viele Informationen kommen da immer mal wieder. Ich lese mich ja jeden Tag mal, was es so Neues gibt, gerade in der Gaming-Welt. Und habe mir gedacht, gut, haben zwar jetzt einige Kommentatoren schon was zu gemacht, aber einige meinen dann, nö, gibt's ja genug schon, mache ich nicht. Ich bin ein Gaming-Kommentator im Endeffekt. Ich möchte euch Informationen rüberbringen, deswegen mache ich auch was dazu. Ja. Und das denke ich mal, möchte man heute jetzt einfach mal, oder möchte ich heute einfach mal mit euch hier besprechen. Und ja, mal sehen, was da so alles gibt. Black Ops 2 muss ich vornherein sagen. Ich habe es nie oft gespielt. Also, nee, Black Ops 2, also Black Ops, das normale, also der Vorgänger, der zuletzt rausgekommen ist. Ich habe nie oft gespielt, weil ich fand es nie so toll oder keine Ahnung. Also, ich habe es sehr, sehr selten gespielt. Freunde hatten es auch sehr, sehr selten gespielt. Ich weiß nicht warum. Aber ich hatte sogar OBS Prestiges gemacht und ich kam damit einfach nicht so zurecht wie mit Modern Warfare. Also mit der Steuerung, ich weiß nicht, was da war, aber auf jeden Fall kam ich nicht so zurecht und habe mich dann nicht so ins Spiel gefunden. Habe es natürlich nicht so oft gespielt und habe bei Zeiten die Lust verloren. Ja, und was mir damals schon gefallen hat, ist und war das Map-Design. Der Singleplayer hat mir irgendwie nie gefallen. Keine Ahnung, finde ich bei Modern Warfare besser. Aber ist ja eben seine Ansichtssache. Ich habe mir mal durchgelesen, was es so alles für Neuerungen, vor allem für den Multiplayer gibt, denn der ist für mich vor allem interessant. Was anderes interessiert mich meistens sowieso nie. Und ich denke mal, das ist für euch schon interessant, gerade nach den Aufregern von Modern Warfare 3, das nun jetzt ja hier wahrscheinlich endgültig, ja, abgehakt wurde. Oder naja, endgültig nie, aber mit paar schönen Gameplays kann man da mal die Community vielleicht mal ein bisschen beeindrucken oder denn das noch zeigen und da wird nicht gleich geflamed, sondern ich denke mal, mit ordentlichen Gameplays geht das, aber sonst, ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt damit anfangen, brauchen wir es mal so. Und wie gesagt, ich habe es mir mal durchgelesen und im Grunde genommen ist es eigentlich, meiner Meinung nach, wieder nur ein Add-on oder ein Update vom letzten Spiel. Es wird nicht großartig anders, wie gesagt wurde. Ich habe gelesen, Map Design bleibt ungefähr das gleiche wie bei Black Ops 1. Ja, das wird sich nicht viel ändern. Die Grafik wird wahrscheinlich auch die gleiche bleiben. Da werden sie nichts dran machen. Man kennt sie ja, die wollen es ja für möglichst viele spielbar machen. Auch die mit etwas älteren PCs, die dann nicht unbedingt aufrüsten können. Die wollen es für die natürlich auch spielbar machen oder spielbar lassen. Damit sie natürlich höchst und möglichst viele Verkaufszahlen wieder haben. Und deswegen wird die Grafik wahrscheinlich gleich bleiben. Maps Design war natürlich, ich fand es gut. Und so können sie ruhig weiter so machen. Gut, Nuketown. Aber naja, brauchen wir nichts dazu sagen. War natürlich die Übermap von allen. Also, naja, ich weiß nicht. So, wie gesagt, keine Moab, keine Nuke. Das wird auf jeden Fall so bleiben. Wie im ersten Teil gab es ja auch nie. Keine Flammenwerfer wird es mehr geben, habe ich so gelesen jetzt. Und Waffen, ja, denke ich mal, da wird es ungefähr die gleichen geben wie beim letzten Mal. Man hat es gesehen, vielleicht bei anderen Namen. Vielleicht auch das ein oder andere Modell. Und vielleicht werden sie das System, denke ich mal, also, ja, nee, ja, eigentlich schon,
natürlich als primäre Waffe wieder die Shotguns mit reinnehmen, denn als Secondary sind sie natürlich dann ziemlich stark, haben sie im ersten Teil auch schon gemacht und denken mal, das werden sie weiterführen. Oder gehe ich mal 100% davon aus. Weil sonst wäre das wieder sehr stark. Und Perks kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich habe mir jetzt die Perks nicht durchgelesen. Das war mir relativ egal. Ich weiß, da gibt es schon wieder... Also ich habe es schon von anderen Kommentatoren gehört, habe mir natürlich auch schon Videos dazu angesehen. Und ich weiß, da gibt es schon wieder sehr starke Perks und da gibt es auch relativ ausbalancierte Perks. Und ja, dass ich hier Leute, die den Schalldämpfer benutzen, da auf der Karte sehe und so. Na gut, ist für dich natürlich ein Vorteil. Aber wenn kann man, da gibt es auch schon wieder Kombinationen, was man sich da überlegen kann. Ich spiele mit Schalldämpfer, ich nehme das Perk, wo man den anderen mit Schalldämpfer sieht. Das nehme ich auch noch mit. Und da bin ich, habe ich schon größere Vorteile als manch andere. Ich fände es mal gut, wenn sie wieder Juggernaut einführen würden, damit die Sniper mal nicht so stark wären. Ja, damit man gegen Sniper halt, wäre gut, wenn da mal Perk eingeführt werden würde. Damit das, ja, die Sniper bloß aufzuhalten sind, also ne, One-Hit-Kill und Quickscope. Also gut, Quickscope geht ja sowieso nicht so wie in MW3, aber im Endeffekt kann man trotzdem schnell zielen, abdrücken und die, die gutes Aim haben, packen das auch. Was ich aber jetzt noch gelesen habe, ist, die werden das Point-Strike-System wieder einführen und das ist alles überarbeitet sozusagen, denn für das Flaggen einnehmen zum Beispiel kriegt man ein Point-Strike sozusagen, fürs Flagge verteidigen oder wieder einnehmen zurückerobern oder so, glaube ich, kann man sogar 2 Punkte kriegen, genau wie beim Suchen und Zerstören, glaube ich. Hatte ich gelesen, der kriegt man fürs Bombe legen und wenn sie dann zerstört wird, auch 2 Point-Strike sozusagen. Ja, immerhin. Wie gesagt, Spezialist wird es auch wieder geben, nur dass, jetzt lasst mich überlegen, wie war das? Genau, wenn ihr diesen Spezialisten-Bonus jetzt hier bekommt, na, also wenn man mit Modern Warfare 3 könnt ihr den ja bekommen und damit werden alle Perks und fast alle Attachments für die Waffe freigeschalten und das wird es nicht im Black Ops, also wie gesagt, ihr kriegt dann wirklich auch nur die Perks, die ihr euch wirklich ausgewählt habt und nicht dann noch irgendwelches anderes extra Gedöns. So, wegen Killstreaks weiß ich jetzt nicht, ob die aufeinander aufbauen. Das habe ich jetzt, konnte ich aus dem englischen Text jetzt nicht genau rauslesen. Aber ich denke mal, das werden sie so nie übernehmen, wenn es schon die Pointstreaks gibt. Wäre gut, wenn sie das aufeinander aufbauen nie machen, weil ist ja so schon relativ stark dann. Ne? So, wenn sie das Pointstreaks schon einführen und jetzt nochmal aufeinander aufbauende Killstreaks hätten, das wäre ziemlich stark, meiner Meinung nach. So, meine Meinung zu Black Ops, ich werde es mir natürlich holen, euch dann Bilder davon zeigen, wenn mal über neue Infos kommen, gerade von Trailern oder Playern oder ja, von Bildern, werde ich euch natürlich Bescheid geben, neue Infos, mache ich auch, dann kommentiere ich wieder dazu und ja, meine Meinung von Black Ops oder ein paar Infos zu Black Ops, besser gesagt, von das und ja, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr für Erwartungen an Call of Duty Black Ops habt, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.